Willkommen zum weiteren Event von Path of Exile. Das jetzige Event ist das 51. Event, was aus drei Teil-Events besteht. Den 12 Minuten Solo Burst. Dazu, ja, gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, weil wir haben ja heute schon ein Event gemacht mit drei Solo Bursts. Und We've got two prisoners. We have crimes against Doriath who have been exiled to the forsaken continent of Reklast. The Majesty. They were right to fear me. If only they had listened to their cowardice. Had they not taken my home with fire, I would not have taken their children. Now I'm banished to Reklast. I've heard the dark. In weniger als einer Minute geht es bereits los. Und dafür machen wir jetzt gerade mal noch die Vorbereitung, damit wir einen schnellen Start haben, nachdem in dem anderen Event heute erst beim dritten Durchgang es geklappt hat, zwei Punkte zu bekommen. Gilt es also, die Erfahrungen nochmal zu bündeln und gleichzügig mitzuspielen. Okay, 30 Sekunden bis Start. Ich hoffe, aktuell sind alle Einstellungen soweit erledigt. Okay, 10 Sekunden. Okay, los geht's. The dead will soon rise for me, not against me. So, das Entscheidende ist im Endeffekt zügig durchzulaufen. Mich nicht von anderen Gegnern abhalten zu lassen. Schauen wir mal, wie schnell der erste in Werklast gleich schon die Meldung kommt, dass jemand drin ist. So, der erste ist schon im Werklast drin. Aber wir werden in Kürze folgen. I need more mana. So, Plate West, das ist schön. Das kann ich noch nicht benutzen. Muss ich erst noch ein Level aufsteigen. Ja, weiter. Weil wie bei den anderen, beim ersten sind wir bis 4,5 gekommen. Fine work with Hillock. 5 war das Ziel, um die 2 Punkte zu bekommen, die es in diesem Event jeweils zu erhalten gibt. Beim zweiten Mal waren wir ganz knapp davor. Es waren, glaube ich, ja genau, es hatten 180 Experience-Punkte gefehlt. The very sand shivers with malice. There's a power here that Wobei welcomes me. 93% etwa. Und ja, beim dritten Mal hat es dann geklappt. Da sind wir, glaube ich, sogar bis 5,5 gekommen fast.
ist noch ein Wahlschrein. And I thought I'd be a dead woman by now. Der bewirkt. Okay, verstärkte. Noch wegschellen. So, dann schauen wir, dass wir gleich weiterkommen. Und oh. Eine Wahlgegend. Die jetzt aber in den 12 Minuten einfach zu knapp ist, weil da die Monster meistens recht stark sind und so draufsteht. I need more mana. So, der erste hat schon die Medizin. Quest abgeschlossen. Ja. Wir haben noch im Endeffekt 6,5 Minuten. Okay, da würde die Medicine Quest starten. Aber das ist im Moment nicht das Ziel. Sondern gleich weiter zu Mutflask und von dort aus mal schauen, ob wir es da direkt in die nächste Gegend noch schaffen. Letztes Mal hatte ich die Strategie immer in einem Nebenbereich vorzugehen und dort sozusagen die nötigen Level zu schaffen. So, jetzt sind hier wieder die einzelnen Elemente. Okay, da ist der erste. Die im Endeffekt benötigt werden, um in die nächste Gegend vorzukommen. Das Laufen ist im Endeffekt das, was immer am meisten Zeit kostet und natürlich keine Levelpunkte bringt. Das heißt, das ist alles schon wieder recht knapp. Jetzt fehlt uns noch die dritte und da ist jetzt noch so ein Zwischengegner. I need more mana.
uns im Endeffekt aber nur zu lange aufhalten würde. Ich glaube, die geschickte Strategie ist jetzt aktuell tatsächlich wieder hier in die Zwischenregion zu gehen, in den Fertig Pool und versuchen dort auch im Endeffekt das letzte Level zu schaffen, plus die 10% bis Level 4. Sonst wird das einfach zu lange dauern. So, Level 4 ist erreicht. Oh oh. Dringend. So. So, 3 Minuten. Um im Endeffekt die letzten 80% hier noch an Erfahrung zu sammeln. Schauen wir mal, ob die Geschwindigkeit von den Übungen heute Nachmittag, das war sogar heute Vormittag, noch ausreichen. So, da ist jetzt der Necromancer, den wir unbedingt schnell erledigen müssen. Weil alles andere nicht keine weitere XP bringt. Und der im Endeffekt die Viecher immer nur wiederbelebt, was uns überhaupt nichts nützt. Wo ist das? Okay, so hilft das im Moment überhaupt nicht weiter. Ich muss schauen, dass ich erstmal meine XP bekomme. Von denen, wo es halt möglich ist. Nein, nein, nein! Okay, tja. Das hat nicht geklappt. Wir sind in Level 4 gestorben. Die Schwierigkeit hier war jetzt wieder, dass diese Wasserregion im Endeffekt nicht beschreitbar ist und die wir deswegen da festgehangen haben. Und naja. Wir somit ausgeschieden sind und innerhalb von einer Minute 15 ist es halt einfach nicht mehr möglich, hier noch irgendeinen Punkt zu machen. Damit ist die erste Teil der Session leider fehlgeschlagen. Okay. Gut. Dann gilt es im Moment erstmal wieder abzuwarten. Es dauert halt jetzt knapp 8 Minuten, 9 Minuten, bis die nächste Session beginnt. Die andere endet in 30 Sekunden. So, dann. They were right to fear me. If only they had listened to their cowardice. Had they not taken my home with fire, I would not have taken their children. Zeit. Now I'm banished to Rayclast. Die Nummer 2 zu spielen. Bis dahin können wir nochmal kurz schauen, wo. Naja, klar, jetzt gilt es natürlich so, als hätten wir überhaupt nicht an dem Event teilgenommen. Aber ich kann zumindest nochmal zeigen, wo das Ergebnis für das letzte Event gelungen ist. Also 614 ist der Rang, weil ich war ja dann auch 5 Minuten vor Abschluss bei Kill Brutus bin ich gestorben. Und entsprechend Level 13, also das erweiterte Ziel von Level 10 dann noch auf Level 13 zu kommen, hat geklappt und
Kuku war sozusagen der Bonuspunkt, den wir auch bekommen haben, der auch erzielt war. Das nächste wäre im Endeffekt der Brutus gewesen, um den zu schaffen, aber das hatte, wie gesagt, nicht geklappt. Obwohl es auch dort haarknapp war, weil er hatte vielleicht noch so 5% oder weniger und hätte nur noch einen ordentlichen Treffer benötigt, als dann er mehrfach Schaden ausgeteilt hat und uns dann rausgekickt hat. Gut. Aktuell Season Rank 688, hat sich jetzt nicht weiter verändert. Eben mal, okay, jetzt hat er sich aktualisiert, das heißt, jetzt sind wir auf den Rang 693 abgefallen. Und ja, mal schauen, wenn wir noch 4 Punkte schaffen in den nächsten 2 Events, vielleicht steigen wir dann auf die 650, in den Bereich wieder ein, in die Top 650. Schauen wir mal. Jetzt gilt es erstmal wieder die Vorbereitung zu treffen, damit wir hier möglichst schnell loslegen können. Wieder die Mana in die Mitte und noch die paar Minuten abwarten, bis das nächste Event startet. Also knapp 5 Minuten. Mein erster Zuschauer und Follower, herzlich willkommen. Ich streame sehr gerne in Deutsch, mir ist das Englischsprechen einfach viel zu anstrengend und da kann ich mich nicht so schön entspannen. Und es ist ja schon aufregend genug, wenn gerade diese 12-Minuten-Events hier loszulegen. Spielst du selbst die Events gerade mit? Ich spiele Path of Exile zwar schon inzwischen eine ganze Weile, mache zwar immer wieder Pausen und momentan in der aktuellen Season bin ich mal dabei, ein bisschen tiefer einzusteigen. Es ist sehr spannend, so die Top 10 Player anzuschauen, mit welcher Geschwindigkeit, die wirklich die Level hochleveln dort. Unglaublich. Okay. Das Eventspiel ist im Endeffekt sehr einfach. So ein 12-Minuten-Event ist dann nur leider etwas frustrierend, wenn man sozusagen in den letzten 1-2 Minuten nicht mehr das fünfte Level schafft oder dann kurz vor knapp abkratzt. Aber am angenehmsten sind dabei die Descent-Events, wo
du selbst wenn du dann später stirbst, dein Charakter auf jeden Fall Punkte bekommt. Und das ist dann doch noch sehr angenehm. Genau, das ist erstmal eine eigene Klasse finden, mit der sich am meisten spielt. Und dann, eigentlich geht es darum, zwei, drei Eigenschaften zu haben, mit denen die hauptsächlich eingesetzt werden. Die Hexe, die ich ja spiele, sind die Hauptfähigkeiten eigentlich der Feuerball und die Eisnova, was auch so am effektivsten ist. Und später ab Level 4 dann der Feuersturm. Aber das gibt sich nach ein paar Mal spielen und ich muss zugeben, ich habe das Spiel noch nicht einmal durchgespielt, weil damals, als ich angefangen habe, gab es den vierten Akt noch nicht und seitdem habe ich noch meinen Charakter noch nicht durchgelevelt, sodass mir die Sion, die siebte Charaktere, die erst zur Verfügung steht, wenn man es einmal durchgespielt hat, dann noch nicht zur Verfügung steht. Also clearen muss man nicht alles. Es gibt nur wenige Areas, wo es überhaupt Punkte dafür gibt, wo aber die Top-Level-Player so schnell sind. Also da kriegt man Sonderpunkte, wenn man die Area geklärt hat. Hier ist es eigentlich am effektivsten, so schnell wie möglich in die nächsten Areas zu kommen, weil dort natürlich die Monster, die Mobs mehr Experience im Verhältnis zur aktuellen Level geben. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht so schnell vorwärts strömt, weil wenn der Fireball dann die Monster nicht mehr schafft, dann hat man auch keine Chance. Also es ist immer so ein gewisses Gleichgewicht zu wahren, schnell vorwärts zu laufen und trotzdem ein paar Monster mitzunehmen. Genau, Witch ist die einfachste und 10 Sekunden, dann geht es schon wieder los. So, also, los geht's. Jetzt als erstes, bei dem bekommt man halt immer den Fireball. Und dann geht es gleich Richtung Start. Deswegen hier eigentlich die Mobs alle liegen lassen, weil im Gebiet danach kann man viel schneller auf das zweite bzw. dann dritte Level aufleveln. Nur schauen, dass man hier heil durchkommt. Und gleich hier vorne dann wieder Hillock besiegen muss. Ah, ja, Umstein auf Fireball. Jetzt schauen, den so schnell wie möglich klein zu kriegen und das eigene Leben im Auge behalten. Genau, der erste ist schon allein als Watch eingetroffen. Sehr schön. So, Plate West ist wieder Verstärkung, das Rest ist nicht zu gebrauchen. So. Okay. Als nächstes gibt es dann als Belohnung den weiteren Spellgem. Da sieht man schon die Horde, die sozusagen auch gerade eben Line als Witch erreicht. Freezing Pulse. Jetzt habe ich keinen weiteren Socket für Blau, deswegen kann ich den nicht einsetzen. Genau, das Entscheidende ist im Endeffekt immer die Levelaufstiege. Weil dafür gibt es auch die Belohnungen. Und hier sozusagen 5-10% bringt jetzt ein Mob hier, während der drüben vielleicht weniger als 5% ausgemacht hat für den aktuellen Levelaufstieg. Der einzige Gegner, der hier normalerweise auftaucht, ist die Fire Fury. Die sich aber auch umlaufen lässt, je nachdem, wo sie halt auch gerade steckt. Und ja, schauen wir mal. Es gibt hier immer ein, zwei Ansammlungen, wo sehr viele rumlaufen, wo es sich dann auch lohnt, weil am Anfang ist gerade das Mana so knapp, dass es immer besser ist, wenn wenigstens 2 bis 3 Mobs sozusagen auch mit dem Fireball erwischt werden. Doch, Zombies auch.
Das ist relativ gleich. Je nachdem, welche halt zuerst aufkreuzen und wo hoffentlich möglichst Ansammlungen da sind. Weil hier immer zwei Feuerbälle für einen Mob ist eigentlich nicht so optimal. Weil wie gesagt, Mana ist knapp. Und so. Firestorm bekommst du erst ab Level 4 und den würdest du bekommen, wenn du in die nächste Zone, also wenn du in die nächste Zone schaffst und linear weiterkommst, dann bekommst du den Feuersturm als Belohnung. Weil das ist jetzt nur der Fireball, das ist noch nicht der Firestorm. Weil der Feuersturm macht ja den Flächenschaden mit Feuer. So. Und jetzt sieht man im Endeffekt schon durch das einen, also im Endeffekt vom zweiten zum dritten Level, gibt es schon deutlich weniger Erfahrungspunkte. Deswegen mal schauen, dass ich da jetzt zügig in die nächste Zone komme. Gut, da ist jetzt die größere Ansammlung, die uns auch schnell das Leben kosten kann. Und da hinten ist mit Sicherheit die Feuerfury. Der einzige Vorteil ist eben, wenn die in diesen Gruppen hinterherlaufen, dass man dann zwei, drei auf jeden Fall locker mit dem Feuerball erwischt. Aber ein paar gezielte Treffer und schon hat man das Risiko, aus dem Wettbewerb auszuscheiden. Will ich im Endeffekt dann auch immer zügig die Games aufzuleveln, also zu bestätigen, dass wenn sie das nächste Level erreicht haben, dass sie natürlich dann gleich wieder die Erfahrungspunkte profitieren. So, jetzt aber weiter. Weil wie gesagt, Zeit bleibt nicht viel. Und wir sind jetzt nur noch bei 7 Minuten, knapp. Das sind jetzt die Fireballs. Also die Belohnungen sind hier für die Events erstmal nur die Teilnahme von... Also du bekommst Eventpunkte, logischerweise. Und mit diesen, diesen Punkten schaltest du für die Season-relevante Belohnungsteile frei. Ich glaube, den ersten gibt es ab 7. Das, das kann ich nachher nochmal zeigen, in der in dem Wechsel von diesem zum nächsten Event. Weil aktuell habe ich jetzt, glaube ich, die ersten 3 bis 50. Das ist jetzt schon... also bis Level 50 gibt es einzelne Teile. Also, beziehungsweise bis 1000 Punkten gibt es dann immer bessere Legendaries, die man da erhält. Und dann gibt es für jedes Event nochmal, wenn du einzelne Punkte schaffst, also wenn du Reward Points bekommst, nimmst du auch nochmal zusätzlich an Verlosungen teil. Für einzelne Legendary Items. So, jetzt aber nichts wie weg. Weil der ist leider etwas schwierig zu besiegen. So, mit 5 Minuten ist es im Moment recht knapp, da wir erst auf dem Weg zum vierten Level sind. Und ich aktuell schon... Weil die Schwierigkeit ist natürlich immer, wenn die Flaschen leer sind und die tanken sich ja nur mit Hilfe der Monster auf und man dann vor den Monstern so weit weglaufen muss, dass... So, wichtig sind im Endeffekt immer noch die ganzen Orbs. So, jetzt bin ich gerade wieder vergiftet. Ja, im Moment habe ich keine Gesundheit mehr, also keine, die ich nachfüllen kann. Und ich bin... Oh nein, 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 nein. Ich bin gerade vergiftet. Aber das Gift halt zum Glück nicht. Ich muss jetzt unbedingt erstmal in die Stadt zurück. Weil dort werden in dem Fall auch die ganzen Flaschen aufgefüllt. Weil sonst sieht nicht gleich das Zeitliche.
Die Items sind allgemein verfügbar. Die kann man sozusagen überall herausbekommen, weil das sind einfach einzelne Tabs. Und der sie zuerst nimmt, ob du jetzt in der Standard League bist oder in der Allgemeinen, ist aber egal. Kann ich dir nachher nochmal für meinen Main-Charakter zeigen, der aktuell in der Season Ladder mit dabei ist, wo diese Items dann zu finden sind. Okay, jetzt muss ich mal hier den Damage verteilen. 3,5 Minuten, das ist zu knapp. Jetzt schaue ich mal, dass ich noch hinten in dem Fetid Pool noch ein paar Experience bekomme. Und mal schauen, wie schnell die Monster hier noch Experience liefern. Weil die Frage ist immer, wie schnell ich den Necromancer begegne und vor allen Dingen, wie viele von seinen Knochenviechern dort dann noch rumlaufen. Also 3 Minuten noch. Und es ist noch über ein Level bis. Also noch über ein Level, um den Mindestlevel für die 2 Rivalpoints zu erreichen. Das ist wie gesagt ab Level 5. Also ich kann nachher in der Pause kurz zeigen, welche Punkte das sind. So, jetzt wird es reichen, nur noch ein weiteres Level aufzusteigen. Fehlen noch 90%. Entscheidend ist im Endeffekt, dass uns der Necromancer nicht allzu früh über den Weg läuft. Weil er ziemlich lange braucht, um den klein zu kriegen. Okay, 2 Minuten. Okay, da ist er schon. Das heißt, den erstmal erledigen. Und dabei nicht von dem. Ja, eigentlich würde hier helfen, den Flächenschaden zu machen. Aber ich habe halt keinen anderen. Na komm. Weil im Endeffekt, er belebt die so schnell wieder, dass ich nicht durchkomme, um ihn zu treffen. Und wenn dann hier noch irgendwelche Sprünge drin sind, von wegen, dass ein Monster, das eigentlich mir nicht im Weg steht, plötzlich auftaucht und mir in den Weg gestellt wird, dann hält das natürlich unglaublich auf. Oh Mann. Würde beim Necromancer ist natürlich noch, dass der seine so ein Schild hat, der sich wiederbelebt, weswegen der dann immer noch einen weiteren Treffer wieder verkraftet. Okay, jetzt brennt er. Jetzt ist er weg. So, aber die letzte Minute läuft schon. Das wird erstmal noch nichts. Das ist zu knapp. Schade. 30 Sekunden. Und hier sind nicht genug Monster. Alles schon leer. Also im Endeffekt, du bist auch immer ein bisschen abhängig bei solchen Events, je nachdem, wie die generiert sind, also wie gerade deine Level zusammengestellt sind, wie viele Monster wo drin sind, um einfach schnell genug hier aufleveln zu können. Diesmal ist der Fertigpool unglaublich leer. Okay, das war's. Wieder nur bis 4,5, aber diesmal zumindest nicht gestorben. Das heißt, es gibt zumindest einen Eintrag in der Level-Historie. Dann zeige ich mal kurz erstmal die Items, die aktuell sozusagen zur Verfügung stehen. Das hier ist die Event-Liste, also beziehungsweise die Item-Liste für die aktuelle Season. Die sozusagen bis Level 50 habe ich jetzt schon die Items zur Verfügung gestellt bekommen. Und eben mit 7 Punkten, das heißt 2, 3 Events, die ein bisschen erfolgreich sind, dann hast du schon die erste Belohnung bekommen. Alles ist natürlich nicht sinnvoll, weil die Pfeil und Bogen ist natürlich für den Hexer nicht sehr interessant.
Leather Belt ist auch nicht unbedingt das, was die Hexe trägt, weil er den Energy, er das mit dem Energy Schild. Simple Rope, ja, die hat Energy Schild, das ist schon okay. Danke. Schauen wir mal, ob es wieder beim dritten klappt. Bisher war es meistens so, wenn ich alle drei Events gespielt habe, war ich beim dritten dann schnell genug, um wenigstens einmal zwei Punkte zu machen in der Stunde. Und für mich ist sozusagen im Moment aktuell mit 63 Reward Points eben auf die 80. Und ich zeige jetzt mal noch kurz, wie das Ganze aussieht. Also wie das zur Verfügung gestellt wird. So, so. Das hier ist jetzt sozusagen mein Hauptcharakter, mit dem ich aktuell spiele. Und wenn ich hier mir jetzt den Stash anschaue, dann sehe ich hier unten sind sozusagen die Belohnungen, die ich jetzt aus diesen Events jeweils bekommen habe. Hier ist eben der vorhin gezeigte Pfeil und Bogen, also der Köcher. Mal gucken, ganz am Anfang, wo ich meine erste Belohnung bekommen habe, da habe ich erstaunlicherweise, das war, ja genau, das war hier, deswegen habe ich die Simple Rope anscheinend zweimal, weil die Simple Rope ist einmal als Belohnung auch in einem Event gewesen, also eben in diesem, sieht man auch in welchem Event das bekommen wurde, und von da aus kannst du dann das eben, also das kannst du in jeder League von deinem Charakter abholen und den dann tragen lassen, wenn es passt. Die Sache ist aber, du kannst es halt nur einmal rausnehmen. Sobald du es rausgenommen hast, musst du es halt bei dem Charakter ablegen und du hast es woanders nicht zur Verfügung. Aber wenn du sowieso nur einen Charakter spielst, egal ob Standard, Hardcore League oder eben einen der Event Leagues, passt es ja, wenn du das mit dem auch nutzen willst. Du solltest bloß vorher schauen, ob die Requirements erfüllt sind und Energy Chilled und so weiter. Gut. So, mal schauen. Der letzte Event startet gleich. So, der ist erledigt. Okay, noch knapp 5 Minuten. Dann wechsle ich wieder in den Hauptcharakter. Gehen wir da wieder rüber und legen den nächsten Charakter an. Du startest halt für jeden dieser Events startest du mit einem neuen Charakter, der eben erst anzulegen ist. Attention prisoners! Your crimes against Oriath, you have been exiled to the forsaken continent of Rayclaw. They were right to fear me. If only they had listened to their cowardice. Had they not taken my home with fire, I would not have taken it. Okay, da sind wir wieder am Strand und warten die letzten 4 Minuten, damit es losgeht. Wie gesagt, wieder Vorbereitung. Das ist auch etwas, was ich mal allein aus einem Zuschauen gelernt habe für einen, die sehr schnell leveln, einfach die Sachen bereitlegen. Vor allen Dingen das Riskante ist ja immer, da die Hexe ja normalerweise auf Fernangriff läuft, dass ich mich hier auch immer bewegen kann und dort nicht versehentlich dann Attacks habe und dann aus einem Monsterhaufen nicht rauskomme. So. Auf Buffs zu spielen. Mit Buffs meinst du zum Beispiel Curse, also dass du dann irgendwelche anderen Charaktere verfluchen kannst. Genau, sobald ein Charakter das genommen hat, nimm's mit. Hallo. Die Karte oben rechts im Endeffekt, du wechselst mit Tab entweder auf die Komplettansicht, dass es eingeblendet wird, oder es ist automatisch normal oben rechts angezeigt. Das ist einfach nur möglich, kann einfach mit Tab gewechselt werden, da umzuschalten. Funktioniert es? Ah, okay. Gibt es noch eine weitere Einstellung dazu? Mal gucken. UI. Achso, dass sie überhaupt angezeigt wird dann.
Genau. Einfach dort oben aktivieren in der Showcorner. Okay, 2 Minuten. Mal gucken, ob ich ausreichend gelernt habe, jetzt in dem letzten Rush wieder 2 Punkte zu machen. Ja, viel Spaß. Also es gibt noch sehr viel zu entdecken. Wenn du gerade heute anfängst, hast du noch ein viele, viele Level, viele, viele Abenteuer und wahrscheinlich viele, viele Tode vor dir. Aber auf jeden Fall macht es unglaublich viel Spaß. Allein dann die Jagd nach den besseren Items und den Gems und danke. Wir werden es hinkriegen. In 12 Minuten sind wir schlauer. Okay, 30 Sekunden zu Start. Soon rise for me, not against me. So, gleich umschalten. So. Genau, das Spannende ist vor allen Dingen, oder die Entscheidung, willst du Nahkampf spielen oder willst du lieber eine Fernkämpfer machen? Das Schlimmste ist im Endeffekt, wenn es solche Lecksprünge gibt und dann keine Ahnung, wo man dann gerade auftaucht. Okay. So. Was ich gerade gesehen habe, wir haben jetzt 2 Items. Einmal eine bessere Wand mit super, mit Sondereigenschaften, eben magisch Items und gleich eine Krone für Schild. Weil für die Hexe ist es sehr wichtig, Items zu haben mit Schildelementen. Und dieses Mal habe ich auf. Ne, ich habe doch keinen zweiten grünen Slot, schade. Also keinen zweiten blauen, um den Freezing Pulse direkt mitzuverwenden, weil der auch manchmal dann sehr gut weiterhilft. Für Bogenschützen gibt es ja einen Haufen Gems, vor allen Dingen im grünen. Vor allem grüne Gems, die ja irgendwo die Pfeil und Bogen dann verbessern. So. Wir sind aktuell noch Level 1. Deswegen, okay, jetzt haben wir direkt die Stelle erwischt, wo die Feuerfury rumtaucht. Was die Sache nicht einfacher macht. Also leichter wird es nicht. Ich brauche mehr Mana.
it, I'd be a dead woman by now. Hier ist im Endeffekt die Schwierigkeit, dadurch, dass die Feuerführer die ganze Zeit diese okay, das ist mir jetzt zu anstrengend. Vor allen Dingen dauert es einfach zu lange, aufgrund der ständig weglaufen und keine Möglichkeit zum Angriff haben. Ah, da hinten ist schon der Übergang zum nächsten Level. Das heißt, dann gehe ich gleich wieder eins weiter. Und das ist eine Walhöhle, wo noch stärkere Monster drin sind, die zwar sicherlich auch viel XP geben, aber ich kann im Moment so nicht einschätzen, wie stark ich im Endeffekt aktuell mit dem jetzigen Fähigkeiten überhaupt in der Lage wäre, da drin zu bestehen. Bei einem längeren Event, also einem Stunden-Event, wäre es auf jeden Fall sehr nützlich, dort drin aufzuräumen. Das lohnt sich dann schon sehr. Aber 12 Minuten ist im Endeffekt immer kritisch, die Mischung zwischen eben, in welcher Geschwindigkeit kriege ich den Mob klein und mit welchen Mobs halte ich mich dann einfach zu lange auf, um irgendwo Zustand zu bekommen. Ich mache jetzt einfach mal die Spell Gems gleich als Verstärkung, damit ich einfach mehr Power habe. Weil Mana ist im Moment nicht so entscheidend, sondern vor allen Dingen möglichst schnell Experience zu sammeln. So, dann laufen wir jetzt hier an der Küste weiter. Da hinten ist die Medizin Quest in dem Shipyard. Und in der Shipyard ist es wichtig, die Quest zu machen, weil man dafür dann diese Quicksilberflask bekommt. Es ist aber auch sehr riskant, weil derjenige, der diese die Belohnung, also die Medizin Quest im Endeffekt fallen lässt, wiederum einen Eiszauber hat, der einfrieren kann. Und einfrieren ist immer gefährlich, weil ein hilfloser Charakter ist hier schnell mal erledigt. Okay, da ist schon der Übergang zum nächsten Level. Okay, dann gehen wir gleich in den Fertig Pool und schauen mal mit Level 3. Naja. Vielleicht reicht es. Ah! Okay. Das hat nicht gereicht. Das ist sehr ärgerlich. Aber okay, wir haben jetzt noch 6 Minuten. Attention prisoners! For your crimes against Ariath, you have been exiled to the Forsaken Continent of Rayquaza. They were right to fear me. If only they had listened to their cowardice. Had they not taken my home. Also ich verwende aktuell kein Teamspeak. Und ja, das ist jetzt, also im Endeffekt in 6 Minuten nochmal den Aufstieg zu machen, ist schwierig, aber so einfach will ich das nicht aufgeben. Vor allem will ich ja wenigstens noch die Teilnahme haben. Aber es ist echt ärgerlich. Also das war mal wieder genau die Stelle zu sagen, zu schnell in die höheren Level zu laufen ist zu riskant, weil einfach die Mobs dann so viel Schaden austeilen, dass es einfach nicht möglich ist, dort noch zu überleben und die Hits anzubringen. Okay. Deswegen kann ich für den Anfang vor allen Dingen empfehlen, die Descent Leagues zu spielen, weil bei denen ist sozusagen die Gefahr des Sterbens, wenn man dann in den höheren Leveln ist, nicht mehr so problematisch, weil die Belohnung dann trotzdem zustande kommt. Weil ich habe schon einige gesehen, die so in den letzten 5 Minuten von so einem Stunden-Event dann
irgendwo in den Top 50 gestorben sind. Und das ist einfach nur schade, weil du bekommst dann überhaupt keine Punkte, obwohl du die ganze Zeit sozusagen knapp dran warst. Mit der Witch bin ich einfach am vertrautesten. Deswegen spiele ich die auch immer wieder, weil es ist schwierig, sich sozusagen für mehrere Charaktere auf die Mechaniken und das Ganze zu optimieren. Daher ist mein Favorit im Endeffekt Witch, weil mir auch die Zauber ganz gut gefallen und ich absolut kein Nahkämpfer bin. Jetzt fehlt mir wieder das Mana. And I thought I'd be a dead woman by now. So. Ach ja. In 3 Minuten ist schon wieder vorbei. Also für die meiste Aufregung sind auf jeden Fall diese 12-Minuten-Events geeignet. Für ein bisschen mehr Entspannung eben alles, was so eine Stunde oder länger geht. The very sand shivers with malice. There's a power here that welcomes me. So. Ja, hier ist jetzt auch ganz effektiv den Frostschaden einzusetzen, weil der halt auch gleich mehrere Monsterreihen durchschafft. So, gleich wieder auf Damage verstärken und dann weiter. Genau, so im Doppelpack ist immer am besten, weil 2 kriegt man dann immer sehr schön gemeinsam mit einem Feuerball getroffen. Im Endeffekt, du lernst es sehr schnell. Gerade bei den Events merkst du sehr schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich denke, die Events haben eine sehr steile Lernkurve. Vor allen Dingen konzentrierst du dich dann auf das Wesentliche. Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, Dokuma. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, mal wieder dabei zu sein. Komm. So. Hier sieht man auch immer sehr schön, wie unterschiedlich die Gebiete immer wieder generiert werden. Man weiß nie so genau, was einen erwartet. Weil seit der Wahlerweiterung, die ja jetzt seit März aktiv ist, gibt es auch immer noch mal wieder neue Abzweigungen. Jawohl, jawohl. Das ist genau das, weswegen da der Move wichtig ist. Ah, das war's schon. Naja, Level 3. Aber zumindest gibt es einen Eintrag, dass ich an dem Event teilgenommen habe, weil wenn der Charakter stirbt, eben außer bei den Descents, da sieht man nicht mal, dass man sich überhaupt bemüht hat, mitzuspielen. Also ich danke euch und ja, leider gibt es jetzt keine Punkte für heute, aber ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall Spaß gemacht und wir sehen uns dann bald mal wieder. Macht's gut und einen schönen Abend. Viel Spaß noch beim Spielen. Dun, dun.